Hallihallo YouTube und herzlich willkommen zu dem ersten Live-Commentary auf meinem Kanal. Ja, Leutchen, heute ist es eigentlich schon das dritte Live-Commentary, was ich aufnehme, beziehungsweise das, was ich aufgenommen habe, nicht von heute, aber insgesamt, was ich jetzt aufgenommen habe. Aber bei den anderen beiden Commentaries hatte ich vorher, glaube ich, 2 bis 3 Flaschen Monster-Intus. Und ja, da ist ja nicht so was Schönes rausgekommen. Und ja, deswegen muss ich halt versuchen, mich jetzt auch ein wenig zurückzunehmen. Weil nachher denkt ihr nachher, dass ich so ein höhnloser Spast bin und das wollen wir nicht. Gerade war ich nochmal richtig schön schlecht, oder? Ja, gerade war richtig schön schlecht. Aber heute ging es eigentlich so von meinen Scores. Also ich weiß nicht, beste Runde war heute mal 32 zu 2 gewesen. Aber, Leute, wir spielen Plündern. Lol, Ego-Shooter, was hast du gemacht? Ich spiele doch nicht Plündern, ey, das kann ich doch gar nicht. Mann, okay Leute, dann spielen wir heute mal eine Runde Plündern. Ich bin natürlich, wie immer hier, keiner Freund des Reinbringens des Schatzes. Wenn ich ehrlich bin, ich kill hier einfach nur immer. Also, in einem Shooter möchte ich mich nicht um irgendwelche Schätze kümmern. In einem Shooter möchte ich... Lol. Stirb. Mann, da wirft er die zurück, ey. Ja klar. Dankeschön. Jetzt müsste ich mich hier kurz verstecken. Also ich versuche, ein Score zu 50 zu machen. Aber warte mal, bei Plündern müssen wir dann... Lol, ich habe keine Megabombe mit. Schade. Das ist schade. Weil bei Plündern sind die halt dann öfters mal auf dem Haufen. Und da einfach mal... Nein, oh du Sack. Und da einfach mal eine Megabombe reinklatschen. Das ist natürlich dann nice. Naja. Konfu Panda. Boah, der Junge hat's drauf, ey. Ja, also speziell eigentlich kann ich jetzt thematisch reden, weil ich nicht auf meinen Score achten muss, da das ja sowieso hier nicht in die Bilanz zählt. Warte mal, ich werfe jetzt mal diese Tour doch nicht, ich war zu dumm. So, was könnte ich denn noch so reden? Ich könnte vielleicht... So, den auch weg. Ich kann euch vielleicht ein paar kleine Sachen erzählen zu Uncharted 3, dass ich vielleicht jetzt Anfänger ein bisschen weiterhelfen kann. Ich glaube, das könnte ich hier jetzt mal machen. Also, wow. Nein. So, jetzt überleben wir noch und so. Okay, der verpennt uns natürlich. Das ist natürlich gut. Wow, stirb. Wie ich sie alle kaputt mache, Alter. Ja, ich habe ein bisschen geübt in Uncharted, muss ich auch sagen. Muss ich auch ehrlich zugeben. Jetzt hatten wir hier, ja, schönes langes Pfingstwochenende. Ich weiß gar nicht, ein paar Stunden habe ich auf jeden Fall gezockt und ich muss sagen, jetzt geht dieses Spiel schon wieder einiges besser. Also ich würde fast sagen, dass ich wieder so spielen kann, wie ich damals gespielt habe. Und ja, vielleicht kleine Kleinigkeiten, die euch vielleicht helfen im Spiel. Jo, den haben wir auch noch gesnackt. Also wie ihr sehen könnt, spiele ich hier mit der sogenannten Malus Para. Die Para kann ich euch einfach empfehlen, da sie Blindfeuer schießt, also ohne dass ihr zielt, besser trifft. Und halt noch ein großes Magazin hat, damit ihr länger schießen könnt. Bei der Pistole ist das halt so, ihr müsst 3 Schüsse treffen mit der Pistole. Okay, holen wir uns kurz. Ihr müsst 3 Schüsse treffen mit der Pistole und einen Schlag machen. Das ist dann Instant Kill. Normalerweise, wenn nicht irgend so ein Hacker kommt oder so. Ja, ich kann euch das gleich mal kurz zeigen, wenn der mal nicht so feige wäre und hier runterkommen würde. Lol. Okay, ich glaube, der kommt da nicht mehr runter. ja. Genau, ich wollte euch das mal zeigen mit der Pistole hier. So, guck. Und jetzt 1, 2, 3. Der Gesser. Und so spiele ich halt auch ziemlich gerne, da ihr wirklich, wenn ihr ein bisschen trainiert habt, also, ja, halt die Geschwindigkeit trainiert habt, dann kann das nachher, wartet mal, suchen wir uns mal kurz den Gegner. Voll nett, ich benutze jetzt hier so als Testobjekte. Na kommt, ich will noch was zeigen, Mann. Ich will noch zeigen, wie das denn aussieht, wenn ihr einigermaßen schon geübt habt mit der Pistole. Hallo Ego-Shooter. Okay, da. Dann kommst du angelaufen, schießt einfach ein bisschen und dann puncht ihr den und dann ist er weg. So mache ich das zumindest immer. Und der killt mich mit der G-Mall. Was für ein Sack. Ja, so viel zur Pistole. Die kann ich euch einfach ans Herz legen. Ja, dann spiele ich im Moment, wie ihr gesehen habt, mit der Jade M9, nicht mehr mit der Flintz. Die Jade M9, würde ich sagen, ist für die Leute was, die kein Blindschießen macht, beziehungsweise fast nicht. Weil sie
halt wirklich sich nur auf Schießen spezialisiert, schnelles Nachladen und Brustmagazin ist nur fürs Schießen. Boah, Alter, denkst du, ich spiele mit dir, du Bauer? Jetzt wieder Pistolen-Style. Einfach ballern. Und weg ist er. Und warte, dann haben wir auch noch Gegner. Den nehmen wir uns auch noch mit. So. Und ja. So viel lässt sich dann zu meiner Ausrüstung gar nicht sagen. Ich spiele natürlich für euch, also für jetzt meine Mitspieler, spiele ich extra mit diesem Booster, also mit Booster Team sicher. Dadurch kann ich euch nicht mit Granaten töten. Und das kann ich halt auch empfehlen, Leute, wenn ihr einfach, ja, jetzt so wie ich, bei mir ist es halt so, ich werfe gerne Granaten. Und ich möchte euch eigentlich nicht unnötig noch Tode hinzufügen, deswegen mache ich das einfach so, dass ich persönlich immer mit diesem Booster spiele, dass ihr keinen Schaden kriegt. Und dann halt noch Leichtfuß. Leichtfuß im Booster kann ich euch erst empfehlen, wenn ihr das Spiel schon Weichen gespielt habt, dass ihr schon gute Treffsicherheit habt. Weil meiner Meinung nach wird durch Leichtfuß eure Treffsicherheit ziemlich runtergestuft. Klar, ihr müsst halt auch bedenken, dass durch das schnelle Hin- und Herlaufen, dass euch dadurch ermöglicht wird, also durch Leichtfuß, könnt ihr schnell hin- und herlaufen beim Ziel. Wow, wow, Alter, ich habe gerade was gezeigt. Was soll das denn? Ist halt das Problem auch, dass durch das schnelle Hin- und Herlaufen ja auch ungenauer werdet. Das sehe ich auch immer wieder, beim Zocken, dass ohne Leichtfuß ich wirklich viel, viel besser treffe, aber ich sterbe auch öfters. Das darf man nicht vergessen. Jo. Also den da hinten nehmen wir mit. Und sein Kumpel auch noch kurz. Was ich heute auch noch empfehlen kann, sagen wir mal, ihr seid so jetzt, keine Ahnung, noch nicht so guter erfahrener Spieler, zweites Prestige oder so. Dann macht es einfach so, dass ihr hier Plündern spielt. Weil bei Plündern ist es halt so, ihr bekommt für jedes Mal reinbringt, die Medaille erwischt, meine ich. Scheiße. Ihr bekommt jedes Mal die Medaille erwischen. Die bringt 2000 Geld. Wenn ihr mal so rechnet, 2000 Geld für eigentlich nichts Großartiges, ist natürlich meiner Meinung nach ziemlich, ja, nett. Und wenn er das jetzt reinbringt, ne, ich bin voll sauer auf ihn. Nein, 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 hör auf! Hör auf! Hör auf, du bist doch ein Penner. Naja, 19:4 haben wir am Ende. Ist, glaube ich, ganz okay. Die Runde ging 7 Minuten. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Ja, dann mache ich einen kleinen Cut und in der nächsten Runde erzählen wir euch dann weiter ein bisschen von aus meinen Erfahrungen aus Uncharted. Und dann sehen wir uns gleich.